Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zusehen, Friends. Wir geben uns von Boss Explosive das neue Video. Wir haben uns vor kurzem erst die schlechtesten Deutschrap-Lines in der SEXY Edition angesehen, ja. Jetzt haben wir 10 Arten von Deutschrap-Business-Moves. Wir haben auf Thumbnail schon gesehen, Buch, Eistee, was gab's noch? Sportprogramm von Kolle. Ich habe nicht ganz drauf geachtet, aber Eistee hat jeder. Buch hat jeder, Sportprogramm oder so, Businessprogramme, Ernährungsprogramme. Hat aber auch viele, ich weiß nicht. Ich habe es bis jetzt nur bei Kolle gesehen. Auf jeden Fall, wir schauen rein. Vielleicht kann ich mir das ein oder andere Businessprogramm abschauen, Freunde, ja? Weiß man nicht. Let's go. Hallo. Nach den vorigen Videos solltest du bereits ein einigermaßen bekannter Rapper sein. Irgendwann wirst auch... Oh, ey, dass er da so eine Serie draus macht, so, das ist nice. ...du an den Punkt kommen, an dem die Musikwelt zu klein für dich wird und du neue Horizonte eröffnen willst. Wichtig. Dieses Video präsentiert dir 10 spannende Wege, als Rapper abseits der Musik Geld zu machen. Auf geht's. Nummer 1. Shisha, Tabak. Oh, das ja. Hier dürfte der Klassiker unter den Geschäftsideen Safe. Sein. Safe. Denk an einen deutschen Rapper und er wird einen eigenen Tabak haben. Gerade weil deren Haupt... Oder wie viele Kack-Tabaksorten gibt's denn hier? Ich weiß nicht mal, wer das ist. Das Manuelsen wahrscheinlich. Manuelsen. Ich weiß nicht mal, wer diese Leute hier alle sind. Wer ist das? Blue Lagoon, wer ist das, Mann? Banger, Massiv, SpongeBob, Smero. Ey, das SpongeBob Stony-Ding sieht aber auch geil aus, muss man sagen. Ja, okay. Gerade weil deren Hauptklientel oft in diversen Lokalitäten unterwegs ist, in denen sich des Öfteren eine Pfeife gegönnt wird, ist Shisha-Tabak so oft in diversen Lokalitäten, in denen sich des Öfteren eine Pfeife gegönnt wird. Ist das Memo-Rap-Check? Ich glaube, es ist Memo-Rap-Check. Eine Pfeife gegönnt wird, ist Shisha-Tabak so oft in den Deutschrap-Gefilden vertreten. Mittlerweile ist es allerdings schwierig geworden, sich aus der enormen Masse an Produkten abzuheben. True. Bringe etwa neue Sorten auf den Markt, die es so noch nicht gab. Stelle mit der Namensgebung auch gleich einen Bezug zu deiner Musik her. Und nein, die Sorte existiert nicht wirklich. Machete im Kopf? Ist das von Massiv? Nein, oder? Bruder. Ja. Bonustipp. Der neueste Schrei ist nicht mehr Tabak, sondern CBD. Warte. Stimmt, ey, aber das Video war überlustig von Sio. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Bis richtiges Marihuana legal wird und gehe mit einem voll ausgearbeiteten Marketingkonzept als erster an den Start. So kannst du dich gegen die Big Player im Grasgeschäft behaupten. Das wäre Retox Smart. Nummer 2. No joke, das war Retox Smart. Das hier ist ebenfalls eine äußerst beliebte Geschäftsidee. Okay, hier ganz kurzes Statement. Brattee, Wassermelone. Ich würde sagen 10 von 10. Retox 10 von 10. Granatapfel. 4 von 10. Pappmaul des Todes danach, gar nicht meins. Brattee Pfirsich, 9, sagen wir 8,5 von 10. Die besseren Pfirsich-Eistee, aber ist tasty. Dann dieser Vanille-Dings, 5,5 von 10. Die ersten paar Male nice, irgendwann fuck ich der Geschmack ab. Aber der Watermelon, stabile 10 von 10. Fühle ich. Welche jedoch erst diese... Dirty, wichtig. Dirty Blueberry, würde ich sagen. Blueberry kriegt eine... 7 von 10. Ist okay, aber zu süß. Zu süß. Pfirsich? Ne. 4 von 10. Pappmaul danach. Ganz mieses Pappmaul. Also wirklich ganz schlimm. Und schmeckt zu wenig nach Pfirsich. Cotton Candy? Nicht mein Taste. Schmeckt nach Huba Buba. Der Geschmack ist 1 zu 1, aber alle meine Freunde lieben das gefühlt. Weil sie Huba Buba mögen. Ich bin kein Huba Buba Fan, deswegen kann ich es nicht genau bewerten. Aber meine Opinion auch 3 von 10 dann so mäßig. Aber für Leute, die Huba Buba mögen, bestimmt eine 10 von 10. Dieses Jahr ein Trend wurde. Komm entspann dich, trink ein Brattee. Komm entspann dich. Aber, oh Bruder, das Gesicht der Entspannung, ja. Aber ich sag immer noch, der Brattee Wassermelone ist für mich eine klare 10 von 10, Mann. Klare 10 von 10. Woher der allgemeine Eistee-Hype kommt, ist unklar. Wir fangen mit Granatapfel an. Nee. Granatapfel. Nein, nein, ist es nicht, Bruder. Granatapfel weg. Ich. Höchstwahrscheinlich hat es aber damit zu tun, dass sich mit Tee oder Tee mehr Wortspiele finden lassen als in Kollegas Diskografie. True, man. Falls du auf den noch gehypten Zug aufspringen willst, hier ein paar Namensvorschläge. Nein, Spaß, bitte. Ich hatte einen so guten im Kopf. Ich hatte einen richtig guten im Kopf. Aber mir ist keiner, der ist mir entfallen. Ich hatte einen. Lass es. Wir haben jetzt schon genug davon.
Nummer 3. Weitere Lebensmittel. Hm. Auch andere Nahrungsmittel eignen sich hervorragend. Habe ich noch nie probiert, aber Azad, schöner Mann. Azad wahrscheinlich. Azad, schöner Mann. Ja. Als dein neues Produkt. Ich werde mal reinprobieren. Müssen deine Fans hierfür nur in den nächsten Supermarkt des Vertrauens gehen. Gut ist es, wenn dein Produkt ein witziges Konzept besitzt. Ey, das mit der Pizza von Kapital finde ich aber nicht verwerflich, Mann. Das finde ich, ich darf den nicht essen, weil ich gegen Gluten allergisch bin, aber jeder, den ich kenne, der das probiert hat, sagt, dass ihm mindestens eine davon schmeckt. Und das ist ja die Hauptsache, Mann. Dann soll es schmecken einfach, wisst ihr? So schmeckt. Besser ist allerdings, wenn es Bezug zu dir hat. Im besten Fall existiert ein Meme von dir, das vielleicht bereits nach einem Monat komplett ausgelutscht und unlustig war, du aber trotzdem voll und ganz ausschlachten kannst. Ähnlich wie das Tier, das hierfür sein Leben gegeben hat. Boah, ey, das Editing ist über in der 1+ bei Boss Explosive. Aber wobei ich auch sagen muss, dass mit Rata und den Filialen, die er aufmacht, da habe ich auch Respekt vor so. Weil es ist irgendwie schon cool, Mann. Es ist zwar nur dieses Meme, aber ich finde auch, also es gibt ja, ich habe noch nie einen Köfte-Spießladen gesehen, so. Wisst ihr, ich meine? Keine Ahnung, ich finde es irgendwie dann auch nice, wenn du da hingehst. Wenn du Bock darauf hast. Dann ist es halt noch ein nicer Turn, so, ah, lass zu dem von Rata gehen mäßig. Weiß nicht. Ich finde das nicht schlimm. Nummer 4. Mode. Wenn du bislang vor allem durch dein modisches Erscheinungsbild aufgefallen bist. Schöner Mann, muss man sagen. Mashallah. Ein bist, so macht es durchaus Sinn, ein oder zwei Businesses in diese Richtung zu starten. Businesses, Bruder, ich werde es nie checken. Daten. Eine Modemarke unterscheidet sich von Merchandise vor allem dadurch, dass es ein eigenständiges Image hat. Auch wenn die Marke immer noch mit dir in Verbindung gebracht wird. Ich weiß, ach, das ist von Hafti. Ich wusste bis heute nicht, von wem dieses Brudi ist. Gebracht wird. Prüfe, was bislang in Mode Deutschland fehlt und versuche, deine Vision bestmöglich umzusetzen. Denk allerdings nicht nur daran, ob... Ich habe mir damals so ein Dings geholt, Mann. So ein, wie heißt die Marke denn noch? Dieses Versace-Ding, da habe ich mir was von geholt. Unangenehm, Mann. Ganz unangenehme Zeiten. Du die Kleidung tragen würdest, sondern auch deine Fanbase. Schließlich will keiner auf offener Straße angeschaut. Eos Maximus, ja. Also das sieht wirklich Muche aus, Mann. Aber ich habe mir von Flair so einen Ghetto-Sport-Jogger geholt und der ist immer noch Maschallah. Werden. Nummer 5. Fitness. Wenn deine Musik eher die Pumperzuhörerschaft anspricht, macht es aber vielleicht eher Sinn, in eine solche Richtung zu gehen. Denk etwa an Supplemente oder Zubehör. Der Klassiker dürfte hierbei aber das Fitnessprogramm sein. Als 2014 plötzlich Disco-Pumpen als Sportart im Trend war, wollte jeder mit... Oh, die Videos waren so unterhaltsam, Mann. Diese Promo-Videos von Farid und Kolle. Das war das Beste in dieser Zeit. Mit solchen Programmen Geld verdienen. Der Visionär-Kollege war hierbei allerdings der Einzige, der mit einem solchen Konzept Erfolg verbuchen konnte. Ja, wenn du also nicht Kollege heißt, nimm besser Abstand von dieser Idee. Nummer 6. Eine App. Eine App ist relativ einfach zu erreichen, da heutzutage selbst Kindergartenkinder ein Smartphone haben. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wer hat eine App? Bringe zum Beispiel eine App mit deinen witzigsten Sprüchen für jede Lebenslage auf den Markt. Ja, aber das sind ja keine offiziellen Apps dann, oder? Lüge! Halas, okay, kein Problem. Sag was gegen mich, 5000 Kuh. Jeder, Digga, jeder in der 6., 7. Klasse hatte so ein scheiß Soundboard von... Wovon hatte ich ein Soundboard? Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendeine dumme Serie oder so. Und stehen auf. Bitte lass sein. Was jedoch keine gute Idee sein dürfte, ist eine App, durch die man mit dir telefonieren kann. Das könnten nämlich Personen ausnutzen, die dir nicht wohlgesonnen sind. Das Video war so gut. Wie geht's? Okay? Ja, verstehst du, guck mal, das Ding ist so. Nummer 7. Die alten Zeiten waren so gut. Ein Buch. Um ein Buch zu schreiben, musst du nicht unbedingt bereits eine langjährige Rap-Karriere vorweisen. Wenn du vor der Musik ein komplett anderes Leben gelebt hast, könntest du beispielsweise davon berichten. Allerdings sollte dieses interessant für die Öffentlichkeit sein. Oh, vielleicht kommt gleich noch Fernsehserie oder Schauspieler raus oder so. Wenn du vor der Musikkarriere etwa nur zur Berufsschule gegangen bist, ist das vermutlich kein Buch wert. Du kannst jedoch auch auf Konzepte abseits von Biografien setzen. Verfasse zum Beispiel ein Kochbuch. Oder einen Ratgeber, wie deine Fans genauso cool werden können wie du. Oder einen Fantasy-Roman, wenn dir das Schreiben liegt. Oder ein Tutorial für Geschäftsideen, wenn du bereits alle durchprobiert hast. Nummer 8. Boss Explosive, ich sehe, was du hier machst. YouTube.
Heutzutage versucht sich jeder YouTuber an einer Rap-Karriere, was leider zumeist mit einer Belästigung unserer Ohren einhergeht. Warum also nicht mal den umgekehrten Weg versuchen? Kollega machte es damals mit seiner gigantischen Promophase. Man kann auch sagen, was man will, aber Kolle wird hier nicht oft, wird hier oft nicht ohne Grund als Vorreiter in manchen Sachen gezeigt. Auch wenn alles irgendwann gegen Ende hin und auch jetzt vielleicht nicht mal so cool ist und ausgeschlachtet ist und auch er mit diesem Gucci-Mucci-Fake, Gönjamin und so, fühle ich auch nicht so. Aber er hat es einfach mal gemacht, damals gerade, so 2013, 2014 im Change zu die King-Promo-Phase war insane, Mann. Die war insane. Zu seinem Album King vor. Wenn deine Entertaining-Qualitäten also für dich sprechen, nur zu. Aber auch Achtung, das Damoklesschwert der Entmonetarisierung schwebt über deinem Kanal. Eine vielversprechendere Einnahmequelle ist das Streamen auf Twitch, wo es bezahlte Abonnements gibt und dir deine Fans Geld spenden können. True. Anstatt Aufwand in deinen Content zu stecken, kannst du hier einfach auf andere Videos reagieren. Entspannter geht's nicht. Ich sag's euch doch, wie es ist, Mann. Geht's nicht. Nummer 9. Schauspiel. Falls der YouTube zu herkömmlich ist, kannst du... Da haben wir Jesus, da haben wir Farid, da haben wir Waisel. Da haben wir Haftbefehl, war glaube ich auch zu sehen bei diesen Skylines. Kannst du auch in die florierende deutsche Filmbranche einsteigen, die für ihre weltweiten Hits bekannt ist. Gerade Serien sind momentan beliebter denn je und deutsche Rapper werden gerne eingesetzt, um die nötige Street Credibility zu verkörpern. Wenn du also über Talent verfügst, könnte das genau dein Ding sein. Falls nicht, so bleibt dir sicher noch. Nummer 10. OnlyFans. Heutzutage ist es einfacher, denn je mit seinem Aussehen Geld zu verdienen. Wer hat da noch OnlyFans gemacht? Katja hatte OnlyFans. Zahlungsbereit ist er. Wer hat noch OnlyFans, Mann? Irgendjemand hat das noch gemacht. Unter deinen Fans, so ist dir der finanzielle Reichtum sicher. Hierfür musst du dich nicht einmal ausziehen, sondern kannst ihnen das Geld für alles mit... Halt dein Maul, Mann. Nein, das ist nicht ernsthaft. Nicht einmal ausziehen, sondern kann... ...ist ihnen das Geld für alles Mögliche abzwacken. Viel Spaß beim Reichwerden. Danke. Solche Videos liebe ich. Das Editing von ihm ist eine 10 von 10. Das Editing ist eine... 10 von 10, Mann auf den Gin, Kling, Ching. Geil, Mann. Ey, ich liebe die Videos, finde ich. Die gehen einfach runter wie Öl, Mann. Und, keine Ahnung, macht immer Bock, die anzusehen, Freunde. Deswegen, ja. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, Freunde. Bleibt fresh, so wie immer. Und schreibt rein, welche Business Moves soll ich ausprobieren. Ich sehe uns alle bei OnlyFans sehr stark. Ich sag's, wie es ist. Habt einen schönen Tag, Freunde. Bleibt fresh und ciao.